Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stranded Deep. So, munter ans Werk, fleißig ans Werk, weiter geht's. Wir haben ja vor, unsere Hütte hier auszubauen. Oder überhaupt erstmal eine hinzuzimmern. Dafür brauchen wir Holz. Unmenschlich viel Holz. Das auch wohlgeformt gleich rauskommt. So, nächste Foundation. Denn wir haben gesagt, wir wollen uns hier unsere Hütte hinbauen. Hier vorne noch eine Plattform hin. Und dann sollte das gut aussehen. Vorratskammer ist auch schon fertig. Ach, hier liegt ja auch noch ein bisschen Zeug. Was kommt hiermit überhaupt? Wir nehmen das mal alles mit hier. Natürlich funktioniert das nicht. Hä? Ach, hier liegt ja gar nichts mehr. Ist natürlich tragisch. Wir schmeißen das mal alles hier so hin. So. Wo sind die Palmenwedel? Ach, die habe ich gar nicht aufgesammelt. So, die Steine packen wir dahin, wo wir unsere Steine hingepackt haben. Und das war, glaube ich, auf der anderen Seite. Aber eigentlich könnte ich die gleich alle da lassen, weil wir die eh nach da hinten nehmen müssen. Aber ich packe die erstmal hier auf einen Haufen. Ja, das ist mein Haufenprinzip. So, wo ist das nächste Baumopfer? Da ist auch ein Seil, das nehmen wir auch gleich mit. Zack. Alles hier hinpacken. Was war das eben gerade für ein Geräusch? So, ein Support. Damit können wir auf jeden Fall schon mal anfangen. Nicht, dass gerade so eine Krabbe versucht hat, mich hier zu... Geh weg! Geh weg! Gehst du weg? Magic Crabs! Klatsch! So, Palme, Palme, Palme. Palme, Palme, Palme. Palme, Palme, Palme. Wir nehmen die Palme hier. Die sieht so schön hilflos aus. Aber unsere Axt geht auch langsam Schrott. Das ist nicht gut. Aber ich denke mal, man wird die Axt mehr als einmal finden hier. Hoffe ich zumindest. So, das können wir den ganzen Tag hier machen. Ich habe mir letztes Mal gerade erst den Film Castaway wieder reingezogen, damit ich hier wieder so ein bisschen Feeling noch bekomme. Ach, es ist ja so traurig, dass man den Original-Soundtrack hier nicht verwenden darf. Ich hätte ihn so oft hier gerne eingebaut, das ist Wahnsinn. Aber bevor ich hier einen auf den Deckel kriege, lasse ich das lieber. Weil das hätte so schön gepasst. Man hätte das so episch aufziehen können hier. Also echt, geil, geil, geil. Was kann ich jetzt hier machen? Ich kann schon eine Wall bauen. Muss ich eigentlich? Ich muss einen in die Mitte hauen, ne? Sonst wird das, glaube ich, nichts. Und es wird... Support, genau. Es wird gerade irgendwie nebelig. Sehr schön. Ach, jetzt reicht die Wall nicht mehr. Okay, ich glaube, wir brauchen dafür nämlich vier Holz. Ich kann hier so viel mitnehmen. Alles erstmal einsammeln, schnell wegschmeißen hier in unsere Vorratskammer. Sag nicht, dies. Ich wollte schon sagen, ist die jetzt leer? Da wäre ich, glaube ich, ausgerastet, aber dezent. Genau, weitermachen. Man weiß dann immer ab und zu mal nicht, was man machen soll. Man will so vieles auf einmal machen. Aber das klappt dann nicht. Ich habe doch irgendwo eine Palme schon umgeboxt, ne? Die muss doch hier irgendwo liegen. Da, genau. Und so was vergesse ich dann auch. Und schön weitermachen. Ich hoffe, es fängt nicht an zu regnen irgendwie. Ach, da juckt mir direkt die Nase, also wird es gleich anfangen zu regnen. Ich hoffe, ich behalte nicht recht. Das sieht echt gruselig aus jetzt, ne? Wow. So. Jetzt können wir auf jeden Fall schon eine Wall bauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon Sinn macht, aber klar. Warum nicht? Was weg ist, ist weg. Bevor es wegbackt oder glitscht oder keine Ahnung. Können wir die Palme eigentlich auch komplett... Ja, wunderbar. Machen wir es doch gleich so. Och nee. Auf den Gedanken bin ich echt noch nicht gekommen. Das gibt's ja gar nicht. Das ist jetzt wirklich mies. Weil dann brauchen wir nicht mehr hin und her laufen, dann haben wir es gleich hier liegen. Oh. Wie logisch. Das war jetzt leicht dumm, ja, ich weiß.
krabbelt schon wieder die Krabbe rum. Glitscht durch den Baumstamm durch. Auch sehr gut. Es ist irgendwie verschwunden, ne? Ich muss erstmal gucken, wo ist die jetzt hin? Ach da! Schwind du. Können wir auch ein neues Spiel starten hier, so Krabbenweitwurf. Mich mal interessieren, wie weit man die schmeißen kann. Da hinten ist schon wieder ein Hai. Na komm. So, auf jeden Fall müssen wir nochmal nach einem Wrack tauchen. Denn wir brauchen neues Zeug. So, jetzt kann ich auf jeden Fall auch schon wieder eine Wall bauen. Na? Das können wir hier auch schon hinzimmern. So, jetzt kommen hier noch zwei hin. Und dann sollte das so passig sein. Dann haben wir auf jeden Fall eine richtig schöne große Hütte. Aber hier muss auch noch was hin. Sonst hält das Dach nicht. Und es wird schon wieder dunkel. Ach, hier können wir doch noch eine Wall bauen. Sehr schön. Sehr schön. Dann müssen wir irgendwann nochmal ein Feuer machen. Ein erweitertes. Und ich weiß nicht, ob man jetzt hier zwischen wirklich was... Eigentlich kann das Haus auch so reichen, ne? Wenn wir jetzt hier noch eine Wand vorziehen, dann können wir hier reingehen. Jetzt haben wir hier so einen ollen Busch drin hängen. Ich glaube, ich lasse das so. Da noch eine Wand vor, hier eine Wand vor, ein Dach rüber. Dann haben wir auf jeden Fall eine schöne Hütte. Aber ich will die auch irgendwie größer haben. Aber wir brauchen die ganzen Materialien. Ah, Zwickmühle. Das ist eine Zwickmühle gerade. Aber erstmal brauchen wir eine neue Palme. Also mit dem Nebel sieht das wirklich jetzt sehr geil aus. Und ich bin mal gespannt, ob die Laterne hier automatisch angeht. Weil die ist eine Solarlampe, so viel ich mitbekommen habe. Und die sollte sich jetzt eigentlich aufgeladen haben. Aber ich glaube, ich muss die erst einmal auswählen. Nö. Die ist tot. Ach. Okay. Also einmal klicken muss man tatsächlich. Und die stellen wir wieder hier so schön hin. Na. Gut, dann haben wir auf jeden Fall schönes Licht. So, nehmen wir wieder eine große Palme. Ich habe auch gelesen, dass hier ab und zu mal wirklich Flugzeuge und sowas rüberfliegen. Ich werde jetzt mal öfter in den Sternenhimmel gucken. Vielleicht sieht man ja irgendwas. Ich glaube, hier passiert gerade gar nichts. Jetzt kommt sie. Jetzt sieht man auch mal ein UFO vorbeifliegen oder sowas. So eine Easter Eggs hätte ich auf jeden Fall eingebaut. Das wäre cool. Das wäre richtig cool. Jetzt hier so eine Sternschnuppe oder sowas. Oder so ein richtiges UFO hier. So als Special. Oh, hier ist ordentlich was dran an der Palme. Oh, 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 oh. Ach stimmt, das war ja dieser Bug. Stimmt, ich kann ja jetzt mit der Palme hier durch die Welt fliegen. Aber das mache ich jetzt noch nicht. Also quasi, wenn ich mich hier raufstelle und die nach oben ziehe, dann könnte ich hier... Ist der Bug noch drin. Dann kann ich hier einmal durch die Welt fliegen. Ich glaube, das zeige ich einfach mal, wenn ich gespeichert habe. Weil ich will das jetzt hier nicht riskieren, drauf zu gehen. Nur für so einen Scheiß hier. Das würde mich ärgern. Also irgendwann mache ich das nochmal. Einmal durch die Welt fliegen. Na komm. So. Ich glaube, ich ziehe den noch ein bisschen weiter ran hier. Martins Traumhaus wird das. Architektonische Meisterleistung hier. So. Jetzt könnten wir theoretisch schon wieder was... Boah, diese ganzen Krabben machen mich nervös. Das werden immer mehr irgendwie, ne? Haben wir jetzt hier auch noch was vorzumachen? Na komm. So. Jetzt könnten wir hier einen ranzimmern und dann... Ja, mache ich das Haus jetzt groß oder lasse es klein? Wir könnten das auch so über Eck bauen, dass ich hier reingehe und dann kann ich hier hinten schlafen drin. Ich glaube, sowas werden wir auch machen. Lass ich den erstmal noch liegen hier. Lass mir was ganz Ausgefallenes bauen hier. Yeah.
Ein richtiges Ferienparadies hier. Und ich weiß, man kann sich aus diesen ganzen Motorteilen, kann man sich quasi auch einen richtigen Motor craften. Und dann hier von... Na? Schon wieder die falsche Taste. Von Insel zu Insel fahren. Wieso kann ich jetzt keine Foundation bauen? Brauche ich dafür mehr? Ah, die ist gleich Schrott. Und ich weiß auch noch nicht, was der Sinn hier... Ob man denn wirklich... Weil es gibt ja auch diese Flare Guns, ob man sich hier retten lassen kann. Ich habe wirklich keine Ahnung. Oder ob es wirklich ist, man baut sich eine Hauptinsel und fährt dann, holt Materialien. Und das war's dann letztendlich. Jetzt kann ich eine Foundation bauen. Also wie gesagt, das gilt es noch herauszufinden. Ach. Ach nö. Kann ich die jetzt direkt hier hinbauen? Ach, das funktioniert jetzt. Ach, ist direkt alles weg. Super. So, hier gehen wir rein dann. Und hier legen wir uns hin. Ja, so machen wir das. So eine Hütte bauen wir jetzt. Na komm her. Also man darf echt gespannt sein, was die Jungs hier noch einbauen. So viel ich weiß, sind es zwei Mann, die das Ganze programmieren. Also so habe ich gehört. Wenn es nicht stimmt, dann bitte mal in die Kommentare schreiben. So. Na, das sieht doch gut aus. Hier bauen wir noch eine kleine Leiter hin. Und dann ist das Barbie-Strand-Traumhaus fertig. Nein, warum habe ich das gesagt? Der spielt mit Puppen. Nein! Okay. So, wir holen uns wieder so eine lange Palme hier. Ich weiß gar nicht, ob aus den kurzen, dicken mehr rausfügt. Das hört sich so falsch an. Ich lasse es lieber. Ich reite mich nur mal weiter rein. Oh Mann. Okay, die ist tatsächlich Schrott jetzt. Oh, wir haben keine Axt. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal schnell eine craften. Und dafür haben wir natürlich alles dabei. Und einen Stein haben wir geopfert. Schlecht, ganz schlecht. Aber wir haben ja gesehen, dass die Steine hier nachwachsen. So, Kokosnüsse haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Oh, oh, ich bin schwer geflogen. Oh, 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 oh. Wie schnell der Nahrung verliert, ne? Wahnsinn. Ich glaube, das hält auch nicht lange an hier, das Zeug. So, aufnehmen, zack. Trinken. Wegschmeißen. Ach, umständlich, umständlich, umständlich. Zack, zack. Wir gucken jetzt mal, zwei haben wir. Was das denn so bringt hier? Gar nichts. Okay. So, die Krabbe will ich roh nicht essen. Wir haben aber irgendwo noch Kartoffeln. Hier war doch noch eine Kartoffelpflanze. Hallo? Hallo? Hier ist noch eine. Messer raus. Zack. Das Messer wird natürlich stumpf an dieser Pflanze. Und schön in den Apfel beißen. Mmh. Ach, guck mal hier, die wächst nach. Die wächst nach, die Kartoffelpflanze. Ah, sehr gut. Also können wir theoretisch nicht verhungern. Das Zeug wächst wirklich nach. Das sehe ich zum ersten Mal. Sehr geil. Ach Quatsch, das bringt ja was. Ich habe die ganze Zeit auf die Lebensanzeige... Wieso ist unsere Lebensanzeige... Ah, alles klar, weil wir mit dieser Palme runtergefallen sind. Wir sind ja ein Stück hochgeflogen. Ich habe die ganze Zeit auf die falsche Anzeige geguckt. Wir müssen hier echt tierisch aufpassen. Damit wir hier nicht zu Tode glitschen. Und das wird auch das Problem vorhin gewesen sein, glaube ich. Ich will das wenigstens noch fertig kriegen hier alles. Oh, ich bin schon wieder geflogen eben. Und dann haben wir hier echt gute Chancen, hier lange zu überleben. Mal gucken, wie lange wir durchhalten hier. Jetzt dürften wir ja schon 8 Tage oder so haben. Das ist schon sehr gut, finde ich. Aber erstmal bauen wir uns unseren Palast fertig hier. Erweitern das Ganze noch ein bisschen. Ich wollte mal gucken, ob man ein Bett reinbauen kann. So. Quatsch. Wir brauchen hier. Den Scheiß brauchen wir. Dafür ziehe ich das Ganze jetzt mal. Nee, mache ich lieber nicht. Ich riskiere jetzt hier nichts. Na komm.
bekommen. Ich glaube immer 10 Schläge, dann ist so ein Ding kaputt hier, genau. 10 Schläge. Das sollte jetzt auch bald wieder hell werden, glaube ich. Aber unsere Solarlampe macht das schon. Das finde ich ganz gut. Die werden wir uns nachher mal hier so ein bisschen hier auf den Stumpf oder so werden wir uns hier hinstellen. Und dann haben wir hier schönes Licht. Oder da reinstellen so ein bisschen. Als beleuchteten Kühlschrank. So. Und ein Dach. Wir bauen gleich. Nein, wir bauen erstmal die Wände fertig. So, sehr schön. Okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Holz. Ist das schön, wenn man sich seine eigene Hütte bauen kann. Ich habe Hütte gebaut. Soll hier auch verschiedene Krankheiten geben. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Also soll hier auch irgendwie giftige Tiere geben und sowas. Wie Seeigel oder so ein Quatsch. Wo man sich dann stark vergiften kann, wo man Antibiotika braucht oder so. Es gibt hier wohl eine ganze Menge. Wir dürfen gespannt sein. Oh, sehr schön. Das ist mehr der Moment, wo sich das echt lohnt hier, das Spiel. So, aber wir dürfen nicht lang schnacken, wir müssen weitermachen. Damit wir hier nochmal irgendwann fertig werden. Weil ich will jetzt wenigstens komplett die Basis fertig haben und dann können wir wieder Wracktauchen machen. Oder mal so Wal suchen gehen. Schwertfische gibt es hier wohl auch. Ich frage mich immer noch, ob man Netze oder eine Angel oder sowas bauen kann. Ich glaube, so weit sind die derzeit noch nicht. So. Wieder das Haufenprinzip. Ach, da juckt mir schon wieder die Nase. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch wieder ein paar Palmwedel. Aber ich pack den hier hin, mach den jetzt auch erstmal schnell kurz. Dann haben wir das schon weg. Und dann geht's schon ab zur nächsten Palme. Ich glaube, wir haben 4 Stück brauchen wir. Und Palmen haben wir hier tatsächlich noch genug, aber ich weiß nicht, ob die Palmen nachwachsen. Ich glaube, die wachsen tatsächlich nicht nach. Das wird auch langsam, ne? So viel ist das hier auch nicht. Und eine Palme sollten wir uns auf jeden Fall stehen lassen, weil die Kokosnüsse nachwachsen. Aber Kartoffeln und Kokosnüsse reicht eigentlich. So ab und zu mal ein Fisch. Und dann lässt sich das hier schon ganz gut leben, finde ich. So, wie sieht's hier aus? Sehr gut. So, jetzt bloß vorsichtig nicht fliegen. Das ist echt schwierig gerade. Eine falsche Bewegung und ich steig auf in den Himmel. Boah, das passt ja perfekt hier. So, jetzt fange ich mal an mit dem Dachbau. Na komm. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut. Immer 10 Mal. Nein, keine Foundation. Nein. Nein. Nein, verdammt. Ich habe das falsche Ding draußen. Oh ne, geht das schon wieder los jetzt? Ich will eine Wand bauen. Ich glaube, das muss noch dichter ran. Scheiße. Ich glaube, das ist zu weit weg. Weil Seile brauchen da nicht hin, ne? Wenn ich das jetzt hier hinschmeiße. Wir hatten ja schon mal den Fehler, dass wir nichts mehr bauen konnten, außer eine Foundation. Genau, jetzt geht's. Wir müssen dichter ans Gebäude ran. Aha. So, dann mache ich das so. Hier ist unser Eingang nachher. Und hier hinten können wir uns quasi hinlegen. Oh, das wird toll. Das wird richtig toll. Sehr schön, freue ich mich schon drauf. So, und wie es weitergeht, das sehen wir natürlich in der nächsten Folge. Das war euer Martin. Tschüss.